Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Gratulation an Marko Nikodirovic für die Uraufführung seines Orchesterwerks Absolutio. Marko, deine Musik kenne ich seit ein paar Jahren. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an das erste Hören. Das war in Donaueschingen, anlässlich der Donaueschinger Musiktage. Wir haben uns noch vor dem Konzert kurz kennengelernt und du warst in größter Sorge. Auch andere waren etwas beunruhigt, was dieses Konzert wohl bringen würde. Und dann fand es statt und eben wegen dieser Nachrichten vor dem Konzert gewärtigte ich ein Stück, das vielleicht nicht ganz so überzeugend sein würde, und war dann aber völlig überrascht, weil im Kontext der Donaueschinger Musiktage war dieses Stück so etwas von anders und eigenartig, ich hätte das nie erwartet. Das hat mich gewissermaßen mitten ins Herz getroffen. Hinterher wurde das ziemlich kritisiert und du hast es dann auch bald zurückgezogen. Aber es gibt mittlerweile eine neue Fassung, die spielen wir in Zürich in einiger Zeit, in einigen wenigen Wochen. Das war die erste Begegnung. Und was dabei auffiel, ist, dass du eine unverwechselbare Sprache sprichst. Was mich interessieren würde, um zunächst einmal ein wenig in die Vergangenheit zu schauen, wann hast du zu spüren begonnen, wie deine Musik klingen soll, wie die beschaffen sein soll, im Unterschied vielleicht zu anderer? Ich glaube, ich war vielleicht so dritte Jahr Kompositionsstudium, so gegen 19. Man immer definiert sich ein bisschen ex negativo, also alles, was man nicht sein will. Und dann irgendwie, als man alles das abgehakt hat, was man nicht sein will, kam so eine relativ eigenwillige Mischung, also Mischlingsrüde. Eine eigentümliche Mischung, was war es denn, was du nicht wolltest? Also ich war ziemlich fasziniert von allen so sehr strukturellen Sachen, als ich sehr jung war, und das irgendwie fand ich dann sehr, sehr ermüdend. Also ich bin immer noch fasziniert von gewisser Weise von Strukturen, aber nicht in der Art vom Denken aus der sozusagen Avantgarde-Nachlass. Du hast vorhin im Einführungsgespräch gesagt, dass die Idee für dieses Stück, das wir heute gehört haben, ungefähr aus dieser Zeit stammt. Wenn du sagst 16 bis 17 Jahre alt, dann muss das ja ungefähr aus dieser Zeit... Nein, ich bin viel, viel jünger. Nein. Was war damals von dem, was wir heute gehört haben, schon im Keim vorhanden? Eigentlich hat sich relativ schnell kristallisiert diese Arbeit mit extrem kleinen Zellen, die durch gewisse strenge Prozesse, durch ein Wiederholungsmuster sich immer wieder selbst erweitern. Und das war so irgendwie 99, 2001, wo sich dieses Ganze herauskristallisierte, und dann kam das peu à peu zustande. Aber irgendwie die Idee von einer symphonischen Form, und ich habe mich sehr lange nicht dran getraut, weil auch eine Oper kam und Orchesterstücke und Konzerte und elektronische Musik und alles mögliche, aber ich habe mich nie an die Tradition der symphonischen Form getraut bis zu diesem Stück. In der Partitur ist über den reinen Notentext noch mehr vermerkt. Es gibt eine Widmung an eine bestimmte Person, es gibt ein knappes Textbruchstückchen von Oscar Wilde, es gibt diesen programmatischen Titel Absolutio, und man bekommt dadurch den Eindruck, es gibt da einen Subtext hinter der Musik. Ich möchte natürlich nicht, dass du Dinge, die durch die Musik gesagt werden sollen, jetzt konkretisierst, aber ist da so ein Subtext vorhanden? Es ist ziemlich anders als meine andere Musik. Und es sind auch keine kleinen Buchstaben, sonst sind alle meine Titel mit kleinen Buchstaben und Schrägstrichen dazwischen.
es war schon sehr bewusst, dass ich das, dass ich dieses Stück für mich persönlich was anders. Ich will nicht sagen jetzt besonders, aber zumindest anders hielt. Und halt mit Oscar Wilde ist eine ziemlich lange Liebesbeziehung zu seiner Literatur, sehr wichtiger Schriftsteller für mich. Und das Stück ist auch meiner Tante gewidmet, die eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson für mich ist. Es ist mittlerweile relativ viel über dich geschrieben worden, über deine Musik. Und dabei gibt es so ein paar Motive, die immer wieder genannt werden. Zu meiner ziemlich großen Verwunderung, weil ich sie in den Partituren und auch im klingenden Ergebnis gar nicht wiederfinde und sie mich da auch gar nicht so sehr interessieren. Es ist der Hinweis auf bestimmte mathematische Verfahrensweisen. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass du aus der Technomusik Inspiration beziehst und dass du den Computer bzw. Algorithmen zum Komponieren benutzt. Kannst du dazu ein wenig sagen, was es damit auf sich hat? Nun ja, eine technische Prozedur sagt noch nichts über das klangliche Ergebnis. Aber wir sind irgendwie gewohnt, dass in einem gewissen Mainstream sehr viele technische Prozeduren einen sehr einheitlichen Klangergebnis erzeugen. Und mich interessiert halt die logische Strenge, die aus dieser Begrenzung vom Material kommt. Also es ist halt irgendwie relativ ähnlich zu Ravel und Stravinsky, dass je strikter dieser Notenknast ist, umso freier kann ich mich dadurch bewegen. Es ist, je strenger die Regel innerhalb dieser Musik sind, umso fantasievoller kann ich damit umgehen. Ja, das gelingt dir offenbar, weil was sich übersetzt, ist für mich eine unglaublich sinnliche Musik und eine sehr auratische Musik. Und wie diese Auren zustande kommen, das ist natürlich für mich interessant, das werden wir aber jetzt hier im Gespräch nicht auflösen wollen. Und man soll diese Geheimnisse wahrscheinlich auch nicht versuchen zu sezieren, dann verschwinden sie vielleicht doch zu sehr. Ich habe relativ viel mit neuer Musik zu tun, da ich ja für ein Ensemble für zeitgenössische Musik arbeite in Zürich. Und mir begegnet sehr häufig im Bereich der zeitgenössischen Musik eine gewisse Skepsis gegenüber dem Apparat Orchester. Der wird als sehr hierarchisch wahrgenommen. Wie stehst du dazu? Naja, die Komponisten manchmal vergessen, dass ein Orchester nicht nur eine Ansammlung von Instrumenten ist, sondern dass es ist auch eine gesellschaftliche Art des Zusammenspiels. Und es geht dabei nicht um Hierarchie, sondern um die Art des Zusammenhörens und Zusammenmusizierens. Ich finde es ein sehr, sehr schönes, wunderbares Ausdrucksmedium für mich persönlich. Es hat halt eine riesige Tradition, die kann vielleicht viele belasten. Aber ansonsten ist es ein wunderbarer Klangkörper. Dein Stück ist eingebettet in ein Festival, das sich vor allem Claude Debussy und da dem Nachmittag eines Fauns widmet und da den Gesichtspunkt der Zeit in den Mittelpunkt stellt, wie Zeit musikalisch vergeht. Und da sind wir nicht ganz umsonst auf dich gekommen als Komponisten, der einen Auftrag bekommen soll, weil es von dir Stücke gibt, die diese Absurdität versuchen einzulösen, die auch Debussy manchmal versucht hat zu realisieren, nämlich den Stillstand der Zeit, das Aufheben der Zeit zu suggerieren. Wie ist dein Verhältnis zu diesem Phänomen Zeit in der Musik? Na, als ich den Auftrag bekam, dann fing ich eigentlich ein anderes Stück an.
Und ich sehe immer noch meinen alten Kompositionslehrer in Serbien und er war, ach nein, jetzt lass es, es wird irgendwie dein fünftes Stück in der Folge, das diesen gefrorenen Zeitgefühl hat. Also diese Gletscher- oder Wüstenzeit, wo tatsächlich sich was ändert, aber auf eine Skala, die für menschliche Zeitempfindungsverhältnisse sich halt sehr langsam entwickelt. Und ich finde, Zeit ist sehr unfassbar. Und nur die Vergänglichkeit der Zeit ist für uns fassbar, aber die Zeit selbst, wir merken sie nicht. Und in Musik, es gibt so Zustände, die mich sehr faszinieren. Das eine ist, wenn sozusagen diese gefrorene Zeit, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erzeugen. Eine ist, den musikalischen Zusammenhang so extrem zu verlangsamen, dass der subjektive Wunsch, dass sozusagen der nächste Satz gesagt wird, fast komplett erloschen ist, weil man ist immer in eine permanente Jetztzeit. Oder das andere ist, die Musik so schnell zu machen, dass es eine komplette Entropie des Systems vorkommt. Also die Musik ist so schnell, dass diese Jetztzeit permanent ist. Es gibt keine Zukunft, keine Vergangenheit. Kommen wir zur Gegenwart und zu dem, an dem du vielleicht im Moment arbeitest. Was sind deine aktuellen Projekte? Wann wird wieder etwas von dir zu hören sein? Also ich habe gerade ein Streichquartett fertig. Es wird in 3 Wochen uraufgeführt. Dann werden verschiedene Stücke jetzt gespielt. K-Hall in Zürich, Klavierkonzert in Nürnberg und ich schreibe einiges, ein Orchesterstück, ein Concerto Grosso für riesiges Ensemble und großes Orchester, Ensemblestück, Ballett. Also es ist ausreichend zu tun für die nächsten Jahre? 18 Monate. Verstehe. Wenn du 18 Monate benennst, was mich noch interessieren würde, ist der Prozess des Schöpferischen. Du hast vorhin gesagt, 16 Jahre für dieses Stück, aber letztendlich das Ausformen des Stückes geht dann sehr, sehr schnell. Wie vollzieht sich die Kreation eines Werkes bei dir? Naja, das Nachdenken dauert lange und dieser physische Akt, Musik aufzuschreiben, ist relativ unproblematisch. Es ist halt so ein sehr meditativer Prozess, halbe strenges Vorplanen, halb wilde Intuition. Das, was bei mir relativ schwierig ist, sozusagen die ersten 3 Seiten. Und die werden auch 5 oder 10 Mal wegradiert oder gerissen und ich fange es nochmal an. Und dann sozusagen, wenn diese 3, 4 Seiten stehen, dann plötzlich läuft das Stück. Um dich als Person gewissermaßen ein bisschen kenntlich zu machen, möchte ich auf ein Requisit zurückgreifen, den berühmten Proustschen Fragebogen, der gar nicht von Marcel Proust ist, den er aber 2-mal ausgefüllt hat. Das ist ein Katalog von Fragen, aus dem wir einige wenigstens auswählen. Ich gehe einfach mal chronologisch gewissermaßen durch diesen Katalog. Wo möchtest du leben? Wo die Menschen mich lieben. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Sex, Drugs and Techno. Irdisch. Ja. Welche Fehler entschuldigst du am ehesten? Die menschlichen. Was ist für dich das größte Unglück? Gleichgültigkeit und ungeliebt. Dein Lieblingsmaler? Schwierig. Aber am Ende womöglich Agnes Martin. Dein Lieblingsdichter?
also Romanautor, hin und her gerissen zwischen Calvino und Pynchon. Calvino. Wenn wir bei der Literatur sind, der Lieblingslyriker? Ingeborg Bachmann. Und es muss ja kommen, der Lieblingskomponist? Ich habe eher Lieblingsstücke als Lieblingskomponist. Zwei sind extrem wichtig, Stravinsky und Franz Josef Haydn. Und da gibt es noch ein kleiner Pantheon von Hausgöttern, die ich verehre und dem ich regelmäßig Opfer bringe. Dürfen wir erfahren, wer dazugehört? Pantheon, Ravel, Stravinsky, Haydn, Hachaturian, Sibelius, Claude Vivier, Carlo Gesualdo, Karl Orffs griechische Stücke und Gavril Popovs sehr frühe symphonische Musik. Eine wahrhaft illustre Gesellschaft. Wer oder was hättest du gern sein mögen? Physiker. Dein größter Fehler? Oh, es ist ein Berg an großen Fehlern, da einen größten auszuwählen. Ich könnte eine Liste vorlegen. Welche Reformen bewunderst du am meisten? Welche was? Reform. Welche Reform? Natürlich die Kontrareformation und die Aufklärung. Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? Nur unnatürliche Gaben. Natürliche sind langweilig. Wie möchtest du sterben? Selbstverschuldet. Deine gegenwärtige Geistesverfassung? Offensichtlich. Ich zitiere die Geschichte vom Soldaten. Ich staune und schweige. Vielen Dank, Marco. Danke. Okay.